Ich bin Valentin von Articipate, einer Bürogemeinschaft. Ich bin Carolina Winkler. Ich leite die Pyramide, das Ausstellungszentrum Pyramide. Ich heiße Oliver Teuscher und ich arbeite als Kunsttherapeut im Thiele-Winkler-Haus. Das ist ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Mein Name ist Nikolaus Wikin, ich bin Leiter des Amtes für Weiterbildung und Kultur im Bezirk Marzahn-Hennersdorf. Dieses Projekt heißt das Gewächshaus. Wir haben uns das schon voriges Jahr gedacht, die IGA kommt. Wir wollen, dass die Leute, die mit dem Projekt zu tun haben, sich miteinander kennenlernen. Viele beteiligen sich an dieser Ausstellung. Schulen, Altersheime, soziale Einrichtungen und auch einfach Leute, die es gerne sich einbringen wollen. Die Zielsetzung des Projektes auch Inklusion und Integration. Es ist auch gut für die behinderten Bewohner dieses Hauses und der WGs, auf diesem Wege mehr Leute kennenzulernen, die nicht behindert sind. Ich muss sie Künstler nennen, auch wenn das Menschen mit Behinderung sind, haben ein unglaubliches Talent. Es sind Werke dabei, die ich in Kunsthochschulen gesehen habe.